Jetzt heißt es erstmal viel Spaß beim Vortrag von Alex Seidel, Parkplatzzählung und Parkraumanalysen auf OSM-Basis. Bitteschön. Hallo, herzlich willkommen zu einer kleinen Session zum Thema Parkplatzzählung und Parkraumanalysen auf Basis von OpenStreetMap-Daten. Ich bin Alex, ich bin OpenStreetMap-Beitragender aus Berlin und ich habe mich im vergangenen Jahr relativ intensiv mit Parkplätzen beschäftigt, also insbesondere mit Parkstreifen, mit parkenden Autos am Straßenrand, und ich habe eine Methode entwickelt, wie man diese mit OSM zählen und auswerten kann. Und da ich selbst kein Auto habe und auch nicht vorhabe, mir eins zuzulegen, fragt euch jetzt vielleicht, okay, wie kommst du dazu, wer braucht sowas eigentlich? Und die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach. Parkende Autos sind ja mehr oder weniger allgegenwärtig, aber dennoch gibt es kaum systematisches Wissen dazu, wo solche Autos stehen, erst recht kein freies Wissen. Dabei sind solche Daten eigentlich eine sehr wichtige Grundlage in der Verkehrs- und Stadtplanung, und gerade derzeit im Zuge der Verkehrswende rücken Parkplätze eben auch zunehmend in den Fokus von Politik und Planung. Denn Parken, also der ruhende Verkehr, der verbraucht eben unheimlich viel Raum, der eben zunehmend auch von anderen Interessen in der Stadt beansprucht wird. Aber wo eben wie viel Platz mit stehenden Autos belegt ist, das weiß eigentlich niemand. Denn selbst bei den Kommunen und den Planungsämtern gibt es schlicht meist keine Daten darüber. Es ist auch der Grund, warum aufwendige Studien durchgeführt werden müssen, wenn sich eine Kommune einen Überblick über ihren Parkraum verschaffen will. Methodisch funktioniert das dann meistens so, dass vor Ort Zählungen, teils auch noch Längenmessungen vorgenommen werden und daraus dann auf das Parkraumangebot im öffentlichen Raum geschlossen wird. Es gibt sicher auch noch andere Beispiele, wo Daten über den Parkraum eine Rolle spielen können. Mir sind so Mobilitätsanwendungen eingefallen im Bereich Carsharing oder für effizientere Parkplatzsuche oder sowas. Also auch für solche Anwendungen ist es sicher hilfreich, auf Daten zum Parkplatzangebot zurückzugreifen. Ja, soweit erstmal zur praktischen Relevanz solcher Parkraumanalysen. Der Anlass, warum ich selbst überhaupt begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, ist ein ähnlicher. Seit ungefähr 2 Jahren gibt es in der Berliner OSM-Community eine Verkehrswendegruppe, in der wir die Veränderungen, die sich eben mit der Verkehrswende im Stadt- und Straßenbild ergeben, versuchen kartografisch bei OSM zu begleiten. Und auf einem der Treffen dort berichtete jemand eines Tages von einer Berliner Initiative, die sich zusammengeschlossen hat, um aktivistisch auf das Thema Flächengerechtigkeit auf fehlenden Platz in der Stadt aufmerksam zu machen, indem sie so Parkplätze zählen. Also die machen da eine Art politische Aktion daraus, dass sie mit einem Maßband die Straße entlang gehen und Abstände und Autos zählen. Und ich dachte mir, wenn ich wissen wollen würde, wie viele Autos dort parken, dann müsste ich das doch eigentlich auch mit OSM zählen können. Also ich muss ja eigentlich nur wissen, wie lang so eine Straße ist und welche Richtung die Autos dort parken. Und dann müsste ich das doch quasi auf Knopfdruck ermitteln können. Und aus diesen Experimenten, aus diesem Knopfdruck, ist dann, ohne dass ich mich anfangs mit dem Thema auskannte, ein immer weiter vor sich hin eskalierendes Projekt entstanden, was ich jetzt hier heute vorstellen möchte. Der Berliner Ortsteil Neukölln ist nämlich inzwischen zu so einer Art Demonstrationsraum geworden, wie man solche Parkraumanalysen mit OpenStreetMap machen kann. Wir haben hier eine Parkraumkarte veröffentlicht, auf der man im Prinzip jeden einzelnen Parkplatz sehen kann. Oder wenn man weiter rauszoomt, findet man auch Informationen auf Ebene von Straßenzügen oder für einzelne Stadtteilbereiche. Und die Datenbasis für das Ganze ist eben OpenStreetMap. Aber bevor ihr jetzt denkt, oh, das sieht ja schön aus, das mache ich heute Abend auch mal für meine Stadt, da muss ich euch leider enttäuschen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit sind die Daten, die ihr dafür braucht, noch gar nicht oder vielleicht unvollständig bei OSM erfasst. Und ich würde sogar behaupten, dass es bei OSM nur wenige Dinge gibt, die zumindest in der Stadt so allgegenwärtig sind und doch kartografisch so vernachlässigt wie solche Parkplatzinformationen am Straßenrand. Aber ich meine, es hält euch ja niemand ab, diese Daten selbst zu erheben, und ein paar Worte dazu verliere ich auch später noch. Die Grundidee der Methode dieser Parkraumauswertung, die ich euch vorstellen möchte, die ist es, dass die Parkplätze eben nicht vor Ort gezählt werden, sondern sie aus der Lage, der Länge und den Eigenschaften von Straßenabschnitten abgeleitet werden. Ich habe hier mal so ein kleines Stück Beispielstraße mitgebracht, also ihre Lage und ihre Länge, die ergibt sich ja von selbst aus unseren Geodaten, und wir müssen der Straße jetzt nur noch Eigenschaften zuordnen, wie man dort parken kann. In der OSM-Community hat sich dafür das sogenannte Parking Lane-Schema etabliert, also damit kann man einer Straße Informationen zum Parken am linken und am rechten Fahrbahnrand zuordnen. Und zwar in erster Linie zur Art des Parkens. Also stehen da die Fahrzeuge parallel, schräg oder quer zur Fahrbahn, oder besteht da eventuell ein Park- oder Halteverbot?
Und darüber hinaus kann man damit auch weitere Details vermerken, also insbesondere in diesem Fall hier, dass die Fahrzeuge auf der Fahrbahn stehen und dass man hier frei und ohne Gebühren parken kann. Und je nach Ausrichtung der Fahrzeuge, also ob parallel, schräg oder quer zur Straße, kann man dann verschiedene Maße annehmen, wie viele Fahrzeuge pro Strecke an den Straßenrand passen. Die Angaben dazu kann man in der Verkehrsplanungsliteratur finden. Beim Parallelparken zum Beispiel kann man davon ausgehen, dass ein Fahrzeug inklusive Platz zum Rangieren im Mittel etwa 5,2 Meter in Anspruch nimmt. Oder beim Schrägparken, je nach Winkel, sind es dann eben 3,1 Meter. Bei mir vor Ort habe ich das auch mal geprüft und tatsächlich konnte ich diese Werte auch bestätigen. Genau, und aus diesen Maßen und aus der Straßenlänge ergeben sich dann eben Fahrzeugkapazitäten für jede Straßenseite. Im Prinzip können wir dann aus den OSM-Daten so eine Art Parkraummodell erschaffen, also eine vereinfachte Abbildung der Realität. Ich habe für meine Auswertungen QGIS verwendet und ein Python-Skript geschrieben, das mir dabei hilft. Und das spuckt dann ungefähr sowas hier aus. Das Skript, das könnt ihr auch genau wie alle anderen Daten zu dem Projekt auf GitHub finden. Ich bin leider nicht so ein Programmierprofi, von daher ist es vielleicht nicht immer ganz elegant, aber es funktioniert schon ganz gut. Und falls jemand mal damit arbeiten sollte und Spaß daran hat, das zu erweitern oder zu verbessern, dann freue ich mich auf jeden Fall auch immer riesig über Vorschläge. Was die Visualisierung hier vielleicht schon so ein bisschen vermuten lässt, ist, dass in der Realität es leider etwas komplexer ist, als nur aus Straßenlänge und Attributen alles korrekt abzuleiten. Also es gibt sehr viele Begebenheiten, die wir in unserem Modell einbeziehen müssen, weil sie eben mitbestimmen, ob man irgendwo parken kann oder nicht. Ich kann einmal kurz darstellen, welche Arbeitsschritte uns zu Parkplatzdaten wie diesen hier führen. Also zunächst einmal haben wir ja unsere Straßenlinie in den OSM-Daten. Unsere Straßenlinie hat dann Eigenschaften zugeordnet bekommen, wie man dort jeweils an den Straßen parken kann. Und dann im ersten Schritt habe ich versucht, aus den Eigenschaften der Straßenlinie, zum Beispiel der Straßenkategorie, auf eine Breite der Straße zu schließen. Noch genauer wird das natürlich, wenn man eine Straßenbreite direkt in den Daten angibt. Und mit dieser Straßenbreite können wir dann unsere Parkstreifen genauer verorten. Also aus einer Straßenlinie haben wir jetzt geometrisch zwei Parkstreifen abgeleitet. Nun gibt es in der Stadt natürlich auch viele Kreuzungen und das wäre auch für den Verkehrsfluss durchaus hilfreich, wenn da niemand drauf parkt. Und außerdem steht ja auch in der Straßenverkehrsordnung, dass ein Abstand von 5 Metern zum Schnittpunkt der Bordsteinkanten eingehalten werden muss. Das klingt eigentlich nach einer perfekten Arbeitsanweisung für so ein GIS. Also Schnittpunkte berechnen, 5 Meter Puffer erzeugen und dann alle Autos bzw. Daten rausschmeißen, die sich innerhalb der Puffer befinden. Und dann haben wir schon mal eine sehr gute Basisinformation darüber, wo man ungefähr parken kann. Es gibt natürlich nun allerdings viele weitere Phänomene, die man einbeziehen sollte, um am Ende auf eine realistische Anzahl von Stellplätzen zu kommen. Gerade in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel, da gibt es ja sehr viele Grundstücks- und Gebäudezufahrten, also Einfahrten mit abgesenkten Bordsteinen und sowas. Die einfachste Variante ist auch hier, einfach solche Einfahrten als Schnittpunkt zu ermitteln, einen Puffer entsprechend der Breite der Einfahrt zu ziehen und auch hier wieder den Bereich auszustanzen, der zumindest rein juristisch freigehalten werden müsste. Dafür könnte man oder kann man feste Breiten annehmen oder besonders bei breiten Einfahrten kann man natürlich auch die Breite direkt beim Kartieren mit berücksichtigen oder sogar den abgesenkten Bordstein als Linie erfassen und in die Auswertung mit einbeziehen. Ja, dann entdecken wir hier am Straßenrand vielleicht noch ein Parkverbot. Das kann man mit einem Parking-Lane-Schema einfach in OSM mappen. Es gibt auch diverse Querungen für Fußgänger, zum Beispiel in den Zebrastreifen. Oder in der Berliner Verkehrswendegruppe, da hatten wir uns auch mal ein Schema überlegt für bestimmte bauliche Kreuzungsgestaltungen, wie Gehwegvorstreckungen oder hier solche randseitigen Markierungen. Auch solche Informationen kann man dann mit einbeziehen. Und schließlich gibt es ja auch noch viele Bushaltestellen. Auch da kann man laut StVO oder darf man laut StVO im Bereich von 15 Metern davor und dahinter nicht parken. Genau, und dieses Spiel, das kann man jetzt relativ lange weiter treiben. Also in Neukölln zum Beispiel, da gibt es zunehmend auch Fahrradständer im Fahrbahnbereich. Also auch dort würden dann theoretisch Stellplätze wegfallen, wenn man die mit einbezieht. Aber alles in allem war ich schon überrascht, dass man mit dieser Methode, allein mit dieser relativ übersichtlichen Objektinformation, schon relativ präzise Ergebnisse ableiten kann. Denn ich brauche ja im Prinzip keine zusätzlichen Linien- oder Flächeninformationen zu erheben. Ich habe ja schon angesprochen, dass so eine Parkraumauswertung nicht ohne eine eigene Datenerhebung auskommen wird. Deshalb würde ich gerne nochmal ein paar Worte dazu verlieren, worauf es nach meinen Erfahrungen dabei besonders ankommt.
In Berlin haben wir eben das Glück, dass wir amtliche Geodaten unter einer OSM-kompatiblen Lizenz zu Hilfe nehmen können. Also insbesondere jährlich aktualisierte Luftbilder oder auch diese sehr präzisen Liegenschafts- und Vermessungsdaten aus ALKES. Und so können wir im Prinzip nahezu der zentimetergenaues Präzisionsmapping hier betreiben. Aber ich denke, dass wenn man ein paar Dinge beim Mappen berücksichtigt, das auch mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln möglich sein sollte, eine ausreichend gute Datengrundlage zu schaffen. Wichtig erscheint mir dabei vor allem, wirklich systematisch an einem Ort vorzugehen und dort alles Relevante vollständig zu erfassen. Also nicht nur die Parkrauminformation selbst, sondern eben vor allem auch die gerade genannten Dinge. Zum Beispiel die Einfahrten bei OSM, die sind ja relativ häufig unvollständig oder fehlen sogar ganz. Oder Stichwort Präzision. Es ist auf jeden Fall auch hilfreich, die Objekte wirklich mit Hilfe von Luftbildern zum Beispiel wirklich an ihrem realen Standort zu verorten. Eine Ampel zum Beispiel, die noch als einzelne Node irgendwo auf dem Kreuzungsschnittpunkt vor sich hin schlummert, da einfach mit entsprechenden Richtungsangaben, die auf die Zufahrtswege bzw. die entsprechenden Haltelinien aufteilen und schon hat man da einen erheblichen Daten- oder Präzisionsgewinn erzielt. Und auch sonst sollte man natürlich auf alles achten, was relevant für den Parkraum erscheint. Also bei besonders breiten Einfahrten zum Beispiel kann es nicht schaden, die Breite mit aufzunehmen. Was ich in Berlin auch gemacht habe, wo ich allerdings nicht genau weiß, wie gut das ohne diese präzisen Datengrundlagen an anderen Orten geht. Ich habe Objekte innerhalb der Parkstreifenbereiche konsequent gemappt. Also zum Beispiel, wenn irgendwo auf dem Bordstein geparkt wird, dann stehen da ja oft so Bäume dazwischen oder Stromkästen bis hin zu Verkehrsschildern, alles Mögliche. Das habe ich alles mit einbezogen. Nicht jeder kann mit so einem Mikromapping was anfangen, aber wenn es geht, ist es natürlich ein sehr großer Gewinn für die Datenqualität. Und falls es nicht möglich sein sollte oder der Aufwand einfach nicht im Verhältnis steht, dann kann man sich da sicher auch in solchen Situationen zur Not mit gezählten Stellplatzzahlen behelfen. Auf jeden Fall sollte man irgendwie darauf achten, solche Situationen quantitativ abzubilden, denn ansonsten können sich da relativ schnell sehr große Abweichungen zwischen dem Modell und dem tatsächlichen Stellplatzangebot summieren. Das ist mir auch in anderen Situationen aufgefallen, wo relativ schnell große Fehler entstehen können, also insbesondere beim Quer- und Längsparken, also wenn relativ viele Fahrzeuge eng beieinander stehen, dann scheint es mir auch sehr, sehr wichtig, dass da die Streckenabschnitte wirklich genau eingegrenzt werden. Da schadet es meiner Meinung nach auch nicht, lieber mal ein Straßensegment abzuteilen. Nicht unbedingt bei allen Mappern beliebte Praxis, aber ich meine, mein Gott, für alles Mögliche zerstückeln wir hier unsere Straßen. Warum dann nicht auch für Parkstreifen? Man muss es ja nicht übertreiben. Unter anderem im Rahmen der Entstehung dieser Parkraumanalyse ist übrigens auch das Parkbuchtschema in OSM entstanden oder ein neues Schema, um Parkbuchten zu erfassen. Auch das nicht unbedingt beliebt bei jedem Mapper, aber eben ungemein hilfreich für Auswertungen wie diese. Also Parkbuchten habe ich in vielen Fällen tatsächlich auch als separate Fläche erfasst, weil man sie dann sehr, sehr präzise mit einbeziehen kann. So, jetzt habe ich euch überschüttet mit der Datenerhebung und Datenverarbeitung. Ich würde natürlich auch sehr gern noch darauf eingehen, was man denn nun mit den Daten wie diesen machen kann, was für Informationen man daraus gewinnen kann. Zunächst einmal fand ich es sehr spannend, die Daten möglichst präzise darzustellen. Also ich habe ja bereits erwähnt, dass wir in Berlin einen Schatz an externen Datenquellen nutzen können, zum Beispiel Bordsteininformationen, aber auch sowas wie Standorte von Verkehrszeichen und sowas. Und auf dieser Basis habe ich die automatisiert erzeugten Daten nochmal versucht, genauer auszurichten. Das ist, ja, trotz Snapping-Funktion und ähnlichem im GIS war das erstmal relativ viel Handarbeit, aber ich war eben sehr gespannt, wie sehr ich die Datenqualität dadurch nochmal in die Höhe treiben könnte. Und umso überraschter war ich dann am Ende, dass der Unterschied zwischen den automatisiert erzeugten Stellplatzzahlen und den händisch korrigierten, ausgerichteten Zahlen, dass das wirklich weniger als 1% war. Ich glaube 0,6% war das am Ende. Also für quantitative Analysen ist so eine detaillierte Nachbearbeitung offenbar gar nicht notwendig, abgesehen vielleicht von ein paar Fehlerkorrekturen. Was ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist, dass diese Parkraumkarte auch Parkplätze und Stellplätze abseits des öffentlichen Straßenraums zeigt. Also auch die habe ich für die Auswertung systematisch mit Unterstützung von externen Geodatensätzen einbezogen. Also nicht nur externe, aber auch externe Datensätze. Zum Beispiel habe ich so Tiefgaragenstandorte gehabt aus dem ALKES. Da verlassen wir dann leider zum Teil die Ebene von OSM, weil eben davon auch manche Daten nicht vor Ort für jeden überprüfbar sind. Aber solche Stellplätze sind trotzdem ein relativ wichtiger Aspekt für die Parkraumanalyse, finde ich, weil sie zum Beispiel in meinem Fall etwa 30% aller Stellplätze ausmachen. Also
70% waren bei mir im öffentlichen Straßenraum und die anderen 30 eben außerhalb des öffentlichen Straßenraums. Ich kann an dieser Stelle mal ein paar Zahlen nennen für mein Untersuchungsgebiet. Ich habe das Ganze für ein Kerngebiet von etwa 12 Quadratkilometern gemacht, also für den Ortsteil Neukölln. Allerdings habe ich die Daten auch für einen Bereich von 500 Metern um den Ortsteil herum erhoben, um bei bestimmten Auswertungen keine Verzerrungen am Rand zu bekommen. Das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, aber die tatsächlich erhobenen Daten sind dann nochmal um den Faktor 1,7 ungefähr mehr. Aber auf diesen 12 Quadratkilometern allein gibt es jetzt 1400 Einfahrten. Also da kommt schon einiges zusammen. Und ich würde übrigens auch schätzen, dass man für die systematische Erfassung aller Daten, all inklusive, mit etwa einer Stunde pro Kilometer Straßennetz rechnen sollte. Ja, und insgesamt konnte ich dann in diesem Gebiet etwa 40.000 Stellplätze ermitteln, wobei ich dazu sagen muss, dass es wirklich ausschließlich Stellplätze sind, die sich zum Dauerparken eignen. Also vor allem für Anwohnende. Sowas wie Kundenparkplätze, das habe ich zumindest in den Auswertungen außen vor gelassen. Das heißt, auf 4 Einwohner kommt dann etwa ein Parkplatz. Das klingt jetzt im Vergleich zu anderen Kommunen vielleicht erstmal wenig, aber die Berliner Innenstadtbezirke und insbesondere auch Neukölln gehören tatsächlich deutschlandweit zu den mit den niedrigsten Kfz-Besitzquoten. Also die Menschen haben hier auch meistens kein eigenes Auto und es wäre auch gar kein Platz für mehr vorhanden. Apropos Platz, man kann mit den Daten auch Flächenberechnungen machen oder was jetzt im Zuge der Verkehrswende ja häufiger mal gemacht wird, dass man Flächengerechtigkeit betrachtet, also wie viel Raum steht bestimmten Verkehrsteilnehmern zur Verfügung. Und da sieht man, dass allein parkende Autos schon ganz schön viel Platz in so einer Stadt verbrauchen. Der Punkt hier, der entspricht 6,5% der Fläche Neuköllns und das ist der Wert, den alle Parkplätze zusammen einnehmen. Also sowas wie Tiefgaragen sind da jetzt nicht dabei, die sind ja unter der Erde, aber alle Parkstreifen und alle Parkplätze zusammen ergeben eben diese 6,5%. Und wenn man jetzt nur die Verkehrsfläche betrachten würde, also quasi den Raum zwischen den Gebäudefassaden, dann ist immerhin fast ein Fünftel des Verkehrsraums von geparkten Autos belegt. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass in Neukölln relativ wenige Leute ein Auto besitzen. Und ja, wenn ich jetzt schon relativ genau weiß, wo es Parkplätze gibt, dann wäre es ja sehr spannend zu schauen, wo es jetzt eigentlich auch Autobesitzer gibt und wie sich das insgesamt verteilt. Deswegen habe ich beim Berliner Statistikamt gefragt, ob ich kleinräumige Kfz-Bestandsdaten haben kann und habe dann auch aktuelle Daten bekommen. Die beziehen sich in meinem Fall auf 18 kleinere Teilräume innerhalb von meinem Ortsteil. Ja, daraus habe ich dann ein Autobesitzmodell auf Gebäudeebene berechnet. Das ist leider nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Das kann ich jetzt hier nur kurz streifen. Also ich habe aus der Art der Größe und der Stockwerkszahl von Gebäuden habe ich ermittelt, wie viele Menschen dort statistisch vermutlich wohnen und wie viele davon dann entsprechend ein Auto besitzen. Und dann habe ich das mit meinen Parkplatzdaten verglichen. Und da kann man doch eine ganz spannende Parkraumdichteverteilung ermitteln und relativ kleinräumig Gebiete sichtbar machen, in denen es eher so ein Überangebot an Parkraum gibt und andere Gebiete, in denen man vielleicht ein bisschen länger nach einem Parkplatz suchen muss. Ich muss dazu sagen, dass es grundsätzlich ein ausreichendes Parkraumangebot gibt. Also dargestellt ist hier die Parkraumverfügbarkeit im direkten Nahumfeld um einen Wohnort, nämlich im Umkreis von 350 Metern. Das entspricht dann wenigen Gehminuten und auf jedes angemeldete Fahrzeug kommen dann in diesem Umkreis im Mittel etwa 1,1 Stellplätze, also ungefähr 10% mehr. Das verteilt sich nur eben sehr unterschiedlich in verschiedenen Stadtteilbereichen. Mich hat auch gefreut, dass ich Rückmeldungen von Autofahrern bekommen habe, die mir bestätigt haben, dass die Karte auch ihren Erfahrungen entspricht bei der Parkplatzsuche. Also wer keine Lust hat, nach einem Parkplatz lange zu suchen, der fährt dann eben hier in einen grünen Bereich. Damit möchte ich abschließend noch zu einer kurzen Bewertung der Zuverlässigkeit der Daten kommen. Ich habe die Ergebnisse tatsächlich stichprobenhaft auch durch Nachzählen geprüft, insbesondere weil ich prüfen wollte, wie gut bestimmte Realsituationen in diesem Parkraummodell abgebildet werden. Und tatsächlich war die Übereinstimmung sehr hoch. Hier steht jetzt eine Abweichung von unter 1%. Wenn man sich das genauer betrachtet, würde man sehen, dass die Stellplatzzahlen beim Parallelparken um etwa 1% zu hoch lagen. Dafür lagen sie beim Schräg- und Querparken um ein paar Prozent zu niedrig. Also das gleicht sich dann ziemlich genau aus. Aber das zeigt eben auch nochmal, dass insbesondere in diesen Schräg- und Querparksituationen eine hohe Datenpräzision gefordert ist, um realistische Ergebnisse zu erzielen.
Es gibt noch ein paar andere Effekte, die in so einer Analyse zwangsläufig systematisch unberücksichtigt bleiben. Also insbesondere, wenn man so Kfz-Statistiken mit einbezieht, zum Beispiel gibt es ja auch Dienstwagen oder Mietwagen, die auch an einem Ort parken können, aber eben nicht vor Ort gemeldet sind, das heißt nicht in der Statistik auftauchen. Oder wenn ich solche Parkmöglichkeiten wie Garagen mit einbeziehe, gibt es ja auch viele Garagen, wo vielleicht Möbel drin stehen, aber kein Auto. Also ich habe auf der Projektseite einen relativ ausführlichen Methodenbericht veröffentlicht, in dem ich die Größenordnung solcher Unsicherheiten versucht habe abzuschätzen. Hier sind jetzt die wichtigsten Zahlen daraus. Was aber auf jeden Fall daraus erkennbar wird, ist, dass die Unsicherheit des Datenmodells an sich, dass die kleiner ist, also diese 1%. Das ist kleiner als alle anderen Unsicherheiten, auf die ich mich bei meinen Erhebungen ja, worauf ich erstmal wenig Einfluss nehmen kann. Zumindest wenn ich mit einer ausreichend guten Datengrundlage arbeite. Ja, und damit möchte ich auch schon abschließen. Ich wünsche euch jetzt viel Freude beim Mappen von Parkstreifen und ich freue mich auch, falls ihr Fragen habt. Bei Bedarf könnt ihr mir natürlich auch gern später noch schreiben, mit mir in den Austausch treten. Kontaktdaten findet ihr hier oder auch auf unserer Projektseite, die habe ich hier verlinkt. Und damit danke ich euch. Vielen Dank. Ja, danke Alex für den wirklich, finde ich sehr, sehr interessanten Vortrag. Das mit ohne Auto, wie es auch schon heißt, kenne ich, kann ich nachvollziehen. Nicht nur in Berlin, geht übrigens auch in anderen Städten Deutschlands. Als erstes, genau zur Fragerunde, natürlich erstmal direkt das Lob, was hier sehr, sehr hoch gewotet wurde. Das hatte ich tatsächlich auch noch nirgendwo. Das finde ich total gut vom Publikum. Sehr anschauliche und visualisierte Schritte. Danke für den super Vortragsstil. Das heißt, du hast die Leute begeistert. Das klingt doch schon mal gut. Freut mich, Dann können wir danke. nochmal die Fragen durchgehen. Genau. Inwieweit unterstützt die Stadt Berlin dieses Projekt? Parkraummanagement hat ja unter anderem das Ziel, die Blechlawinen aus der Stadt herauszuhalten und den ÖPNV zu fördern. Von daher kannst du da vielleicht was zu sagen. Ja, das ist ein spannender Punkt, weil es tatsächlich in den nächsten Wochen mit zwei Bezirken in Berlin Gespräche geben wird, also wo ich mich mit Leuten aus den Bezirks Ämtern austauschen werde, also teilweise auch mit den Menschen, die dafür zuständig sind in den Verkehrsplanungsämtern. Allerdings gibt es, wie ich ja schon gesagt habe, in den Kommunen halt keine Daten dazu. Das heißt, an sich sind die wahrscheinlich auch erstmal neugierig, was da entstanden ist, weil das etwas ist, was sie auch gern hätten. Können mir da jetzt erstmal nichts geben oder der OSM-Community. Aber ich bin sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Und genau, das Problem ist, dass in Berlin halt die Bezirke dafür zuständig sind. Das sind 12 verschiedene. Da ist halt jeder Bezirk so ein bisschen für sich. Gut, aber ich meine, der Anfang ist gemacht und was dann rauskommt, das wird man dann sehen, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt quasi und ich hoffe, dass ihr das quasi noch weiter publiziert und dass man das irgendwo verfolgen kann. Das klingt nämlich sehr spannend. Dann gibt es hier eine Frage, ob zwischen öffentlichen und privaten Parkplätzen unterschieden wird. Ja, also ich unterscheide insoweit dazwischen, wie das eben das Access-Schema in OSM zulässt. Also ich habe Informationen zu Kundenparkplätzen. Ich weiß also, welche Parkplätze zum Beispiel für einen Supermarkt zur Verfügung steht und der nicht zum Dauerparken geeignet sind. Ansonsten habe ich ja die öffentlichen Parkräume, die öffentlichen Parkplätze und die als privat gekennzeichneten, die ich aber trotzdem als Dauerparkplätze mit einbeziehe, weil ich ja auch in der Kfz-Statistik alle Fahrzeuge, also auch welche, die auf privaten Stellplätzen mit einbeziehe. Von daher dachte ich, ist es nicht sinnvoll, die zu differenzieren. Was ich allerdings differenziere, ist, wie gesagt, Dauerparkplätze und nicht zum Dauerparken geeignete Parkplätze. Also auch zum Beispiel Mitarbeiterparkplätze, die habe ich dann teilweise auch außerhalb der OSM-Datenbank als für mich sozusagen als Mitarbeiterparkplätze gekennzeichnet und das ist dann auch in der Parkraumkarte entsprechend gekennzeichnet. Genau, im Und Chat dann kam ja, genau, im Chat kam ja eben auch schon der Hinweis mit Hydranten. Jetzt kommt hier nochmal, eigentlich müssten auch Garagen erfasst werden, vor denen nicht geparkt werden darf. Du hattest das ja auch bei Ausfahrten. Berücksichtigst du Garagen? ja, ich habe gerade extra nochmal geguckt, wie ich das in bestimmten Fällen gemacht habe. Also Garagen haben entweder tatsächlich eine Einfahrt, die zu ihrem Garagentor führt, also im Sinne einer Gehwegüberfahrt, die ja auch baulich durch Pflaster zum Beispiel erkennbar ist. Oder in manchen Fällen habe ich dann nur Garagentore erfasst, also als Entrance mit Garage. Und die habe ich dann auch tatsächlich, ich erinnere mich sogar noch an den Arbeitsschritt, die habe ich dann alle noch in die Bordsteinlinie gesnappt und dann auch ausgeschnitten. Alles Das, klar. weil die dann nicht mit einer Einfahrt schon versehen waren. Ja, dann gibt es noch eine letzte Frage, die schaffen wir noch quasi. In welchem Rahmen fand dieses Projekt statt? War das privat oder hast du in irgendeine Forschungsarbeit darüber geschrieben quasi? Das war Oder war das? absolut privat. Also das
entstand, wie ich am Anfang gesagt habe, aus dieser OSM-Verkehrswendegruppe, die wir hier vor anderthalb Jahren in Berlin gegründet haben. Und da hat eben, wie gesagt, jemand berichtet, dass es eine Initiative gibt, die sowas zählt. Und ich dachte, Mensch, das können wir auch anders machen. Und so ist es entstanden. Also es ist ein zivilgesellschaftliches Projekt innerhalb der OSM-Community. Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist jetzt nämlich wirklich die allerletzte Frage quasi, ist das Projekt schon weiter bekannt als nur für Berlin? Das heißt, ihr habt es wirklich in Berlin ins Leben gerufen gerade und genau. Genau, es ist jetzt halt in Neukölln gestartet, erstmal so als Demo. Wir hoffen, dass es vielleicht irgendwann mal Menschen gibt, die sich dafür interessieren, vielleicht einen Editor bauen, mit dem man Parkstreifen besser kartieren kann. Das ist nämlich so der große Punkt, dass es ein großes Interesse daran gibt, sowas auch für den eigenen Ort zu erheben, aber Menschen, die jetzt vielleicht in diesen ganzen Verkehrsinitiativen unterwegs sind, die wissen natürlich nicht und haben auch keine große Lust, wie man jetzt so einen JOSM oder irgendeinen anderen OSM-Editor bedient. Und deswegen hoffen wir da, dass es vielleicht irgendwann mal etwas Einfacheres gibt, um das dann auch außerhalb von OSM crowdbasiert zu erfassen und dann auch so auszuwerten, wie ich es hier gemacht habe. Auf jeden Fall eine coole Idee, wie ich finde. Danke nochmal für wirklich für deinen Vortrag. Fand ich sehr, sehr spannend. Hier geht's in 4 Minuten, also um 16.30 Uhr dann weiter mit Dietmar Seifert, Import detaillierter Daten zur barrierefreien Nutzung von Bahnhöfen und Haltestellen. Also kurz Fenster aufmachen, lüften und dann geht's hier gleich weiter. Bis gleich.